Hallo zusammen, heute spiele ich eine Runde Planet Crafter. Das Spiel befindet sich noch im Early Access, relativ frisch draußen. Wurde aber schon von vieler Seiten hochgelobt. Und bietet doch wohl einiges an Herausforderungen und Abwechslung. Wir kommen dazu hier auf einen fremden Planeten und müssen diesen begrünen, terraformen. Dann sehen wir uns das mal an. Willkommen auf deinem zugewiesenen Planeten. Deine Mission ist es, den Terraforming-Prozess dieser Welt voranzutreiben. Erzeuge dazu H2O. Was? Nein. H2? Nein. Hier nur O. Nur Sauerstoff. Sauerstoff, Hitze und Luftdruck. O2, oder? Oder ist Wasserstoff? O2 ist Wasserstoff. Ja. Erreiche zuerst 175.000 Tonnen und erschaffe eine blaue Atmosphäre. Ja, da wissen wir, was wir zu tun haben, ha? Das Interessante ist, meine Maus verhält sich hier ganz schwerfällig. Das finde ich jetzt unangenehm. Kann ich das nicht ändern? Also, das ist sehr träge. Was soll das denn? Ja, da bin ich irgendwie auf Zurücksetzen gekommen oder was? Ah. Eisen, Kobalt, immer schön einsammeln. Wir haben ja wohl noch einiges zu tun, so laut Questlog. Wie komme ich denn da ran? Jetzt haben wir Kobalt, Kobalt und Eisen, Eisen und Eis. Wie kann ich hier jetzt meine Quest? Was? Sauerstofflevel niedrig, ja, das ist schlecht. Und jetzt? Kratzt du ab oder was? Oh, 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 oh. Uhu. Da haben wir es aber gerade so wieder zurückgeschafft. Okay, jetzt können wir eine Wasserflasche herstellen. Cool. Und was machen wir noch? Mikrochip. Ach, nee, das können wir uns so alles noch nicht. Gleich mal eine Rucksackvergrößerung. Immer gut. Das ist nichts, okay. Bisschen Eisen und das sieht nach Kobalt wieder aus. Titan brauchen wir bestimmt auch viel. Das wird was anderes. Magnesium. In der Tafel. Okay, jetzt müssen wir eh wieder in die Kapsel. Unser Sauerstoff neigt sich eh schon wieder dem Ende. Jetzt eine Sauerstoffkapsel hergestellt. Mehr können wir hier wohl noch nicht, oder? Sauerstofftank. Natürlich auch nicht schlecht. Bräuchten wir noch Kobalt. Silizium haben wir auch noch gar nicht, oder? Ich brauche jetzt halt den Kobalt. Ach nö, genau das. Was machen wir jetzt? Volles Inventar. Kann ich da eine Kiste benutzen? Ich hoffe, die da. Ja. Ach, Weltraumnahrung. Und eine Wasserflasche. Okay. Ja, und den Rucksack soll ich vielleicht auch anlegen oder so, denke ich mir hier so. Und wie mache ich das? Mit Tabulator kann ich hier das Inventar öffnen. Nur schon mal ein bisschen mehr Platz. Aber nicht sonderlich, also ich brauche Kobalt.
Wahrscheinlich wieder voll, oder? Und danach. Ja. So, jetzt sehe ich schon wieder Hälfte von Sauerstoff unten. Es fehlt uns Magnesium. Lirma-Samen, da können wir nachher auch was einpflanzen, wie das aussieht. Okay, herstellen jetzt erst einmal. Jetzt haben wir diesen Chip hergestellt, damit wir wohl mehr craften können oder was. Konstruktions-Mikrochip. Den müssen wir wohl selber anlegen, oder was? Ja, den müssen wir anlegen. Und jetzt habe ich keine Ahnung. Kuh ist bauen. Mich aber auch interessieren würde, ich sehe hier irgendwelche ersten Schritte. Das mehr kann ich da jetzt gar nicht gucken. Die sind jetzt halt so, okay. Gibt es nicht mehr Informationen zu meinen Aufgaben. Aber ist auch selbsterklärend bisher. Kuh kann ich jetzt Sachen craften. Genau, schön. Was brauche ich da jetzt? Jetzt brauche ich einen Wohnabteil. Wir müssen aufpassen, dass ich nicht nebenher zu viel laber, während ich hier so im Baumenü bin. Sonst ist mein Sauerstoff weg. Tja, und wo bauen wir das jetzt hin? Hier? Ist das ein guter Platz? Hm, machen wir doch einfach mal. Und jetzt? Kommt man nicht rein und nichts. Ist ja mal prächtig. Wer braucht auch schon irgendwie eine Tür? Ach nein. Was brauche ich dafür? Titan und Silizium. Was habe ich da jetzt reingetan? Kobalt. Ich sehe, wir haben nur noch halb Wasser. Da müssen wir dann bald mal was trinken oder so. Magnesium vielleicht nochmal. War, glaube ich, gebraucht. Ah, wir sehen, wir sind ja hier. Ich weiß nicht, ob es der Mars ist, aber könnte schon sein, so auf die Art. Nee, der Mars hat aber nicht so viele Planeten nebendran. Ihr seht, er ist nämlich umringt von anderen Trabanten. Monden oder wie auch immer. Ich glaube, wir sollten mal was trinken. Mit der rechten Maustaste kann man das dann konsumieren. Guck mal, könnte ich es jetzt bauen? Jetzt fehlt mir Titan. Ach komm, Titan. Kiste. Interessant, dass hier einfach Kisten liegen. Ah, wir hätten hier Samen und verschiedene Rohstoffe. Ah, sogar ein Erfolg. The Rare Red Ore habe ich damit hier freigeschaltet mit dem Iridium. Das sollte ich mir mitnehmen. Oh nein, Sauerstoff ist leer gleich. Nein! Das wird jetzt kritisch, glaube ich. Nein, ich schaffe es nicht nach Hause. Oh nein. Jetzt
Er sagt, ich habe einen Teil meines Inventars verloren. Ich hoffe, das war jetzt nicht gerade das, was ich neu aufgenommen habe. Der Viren ist schon wieder unten. Ich glaube, ich soll nicht schon wieder gleich rausrennen. Zum Glück ist das Wichtigste noch da. Das Iridium, das war nämlich jetzt echt ärgerlich. Also Kobold haben wir auch, massig und Eis. Ich bräuchte eine neue Kiste, habe ich das Gefühl. Als erstmal Wohnteil hier anbauen. Wie drehe ich das mit? Ah, okay, das snappt dran. Ah, cool. Okay, das ist doch mal hübsch. So, jetzt haben wir hier unsere Wohneinheit. Hier scheint auch Sauerstoff zu geben, denn ich bin gleich wieder voll gefüllt. Jetzt können wir hier auch was reinstellen, oder was? Jetzt können wir eine... Das ist eine Herstellungsstation T2 herstellen. Das ist nämlich T1 haben wir in der Kapsel. Und wir sehen, wir können hier ein bisschen mehr bauen. Wir können eine Taschenlampe bauen, das können wir glaube ich davor auch nicht, gell? Jetzt können wir auch ein Exoskelett bauen, ja cool. Und den Sauerstofftank, den konnten wir auch schon, ja. Aber diese zwei Sachen, das ist schon mal gut. Da brauchen wir halt noch Ressourcen dafür. Fände es ja gut, wenn wir jetzt noch Kisten bauen können. Ich habe aber auch noch nicht das Baumenü durchgeblättert. So viel dazu. Das ist doch sehr schön. Eisen brauchen wir dafür. Dann schauen wir nochmal. Eis, vielleicht nicht gerade. Oh, das sieht aus nach einem Sandsturm oder so. Ich weiß nicht, ob der mir jetzt irgendwas anhaben kann. Tut er mir weh? Auf jeden Fall ist die Sicht erschwert. Und ich muss wieder nach Sauerstoff gucken. Mit R kann ich drehen. Ich weiß nicht, ist das vorne oder hinten? Es ist gespiegelt. Sehr schön. Das ganze Eis mal vor allem da rein. Jetzt gerade mal gucken, was kann man denn noch herstellen? Eiseisen. Ah, da könnte ich sogar eine Heizung damit bauen. Abgefahren. Das ist, glaube ich, nicht schlecht. Bohrer. Erzeugt Luftdruck durch Freisetzen von Bodengasen. Sowas brauchen wir auf jeden Fall wohl. Was nicht genügend Energie... Wir sehen ja, wir brauchen noch verschiedene Sachen. Bohrer, Windkraft. Zurück. Lauf, 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 schnell, 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 schnell. Wuhu, das können wir jetzt bauen. Ah, komm. Ich würde mal sagen, das Eis fehlt. Dann bauen wir doch mal so eine Wedge-Tube. Da können wir dann eine Pflanze reintun. Müssen wir die Samen von drüben holen. Okay, die Kiste kann ich auch benennen. Mr. Container.
Mr. Container. Stell dir mal noch gucken. Außentreppe brauchen wir gerade noch nicht. So einen Bohrer müssen wir mal wohl erzeugen, würde ich sagen. Jetzt wird es auch dunkel, wie es aussieht. Das hier auch, okay. Oh, sieht schon eindrucksvoll aus jetzt. Bedrohliche Skyline. Skyline, genau. bedrohliche Aussicht, ja. Kann ich auch ein Bett bauen? Tatsache. Stoff. Ich brauche mehr Stoff. Wo kriege ich Stoff her? Auf jeden Fall ein Windkraftrad wäre wohl gut, wie das aussieht. Und eine Heizung brauche ich. Ich brauche wirklich eine Heizung. Dann muss ich darüber. Und das Iridium holen, das ich ja schon habe. Aber ich würde mal behaupten, das ist immer dort, da das wohl so vorhergesehen ist, dass wir eine Heizung bauen am Anfang. Sonst können wir die Heizung nicht bauen ohne Iridium. Ja. Muss ich die jetzt eigentlich hier reinbauen? Nein, oder? Die baue ich jetzt einfach draußen hin, oder? Das ist jetzt. Nein, die kann ich gar nicht außen bauen. Okay, damit erklärt sich das wiederum. Also ich finde es auch gut, so neben der Zuchtstation eine Heizung zu haben. Jetzt gut oder schlecht ist, das wird sich zeigen. Wahrscheinlich brutzelt es alles. Viel zu heiß oder so und geht ein. Ich hoffe mal nicht. Wird sich aber zeigen. Jetzt brauchen wir wohl einen Bildschirm. Sauerstofftanks müssen wir auch noch herstellen. Wir brauchen wohl auch Wasser noch. Jetzt ist hier etwa ein Wettlauf gegen die Zeit. Hä? Wasser geht mir nämlich auch schon wieder aus. Inventarvoll, okay. Und Sauerstoff auch schon wieder circa. Was können wir denn? Ich glaube, wir brauchen noch mehr Windräder. Sieht doch jetzt besser aus mit dem Strom. Jetzt haben wir den Strom wieder hergestellt. Da genügend zur Verfügung gestellt haben. Was brauchen wir jetzt hier? Baupläne. Okay, da brauchen wir Silizium. Silizium. Okay. Welchen sollen wir bauen? Wir sollen Bildschirm, Baupläne und Terraforming bauen. Abgefahren. Und hier die Baupläne, da fehlt mir wieder Silizium, ich habe immer noch eins. Komme ich da nicht hin? Kann ich das nicht? Ach komm. Was soll das? Brauche ich da so viel Platz? Kann ich den außen hin machen? Nein. Das hat aber was mit dem Drehen zu tun haben. Also, den muss ich gut drauf bauen oder was? Oder wie oder wer? Ich will den hier auf die Kiste draufstellen. Sehr hübsch. Der hätte wahrscheinlich erstmal einen Schreibtisch oder einen Tisch bauen können, hätte er da draufstellen können. Kann ich das noch bewegen? Aber jetzt brauche ich mal schön was zu trinken, wie das aussieht. Meine Energie ist ziemlich weit unten. Das heißt, dass ich sollte was essen, ha? Ja. So. Sehen wir doch wieder einigermaßen
hergestellt aus. Was ist hier mit dem Strom? Warum macht der halt mal und mal nicht? Passt das? Ich sehe keine Strombilanz. Ja. Und wir haben irgendwie einen Terraform-Index von 16 Ti. Vorhin hatten wir noch 0. Also meine Aktivitäten verursachen schon irgendwas. Krämpfe oder so. Nein, da wird schon was ein bisschen produziert an irgendwelchen Gasausstoßen, wo dann wohl die Terraform-Prozesse beschleunigen. Finde Bauplan, Mikrochips und Schlüssel sie hier. Das habe ich doch jetzt, 16 Ti. Und jetzt, bitteschön, Freischaltung 300 Ti. Achso, dann muss ich jetzt verschiedene Ti-Stufen oder was erreichen. Sehr interessant. Soweit, so gut. Ihr habt gesehen, wir haben mal jetzt die erste Wohneinheit hier hingestellt mit einem kleinen WG-Tube T1 mit einer Heizung, die uns warm hält, sowie einer erweiterten Crafting Station T2 hier und ein Bauplanmonitor sowie allgemeiner Screen, der wohl gerade mir nichts sagen will, und Mr. Container. Ja. Jetzt schauen wir mal. Und sowieso natürlich auch noch Windkrafträder, um die Stromversorgung zu gewährleisten. Und ich habe einen Bohrer installiert, um ein bisschen Hitze zu liefern. So, und mehr erfahrt ihr in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play Planet Crafter. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao.